Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin Sakute Pamu und wir schauen uns heute einen Bienenstock an, beziehungsweise Bienenstöcke, wie man jetzt gerade hier sieht, haben uns die schon mal platziert. Man hört auch schon fleißig die Bienchen hier am rumfliegen. So, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal kurz in unserem Kaufmenü an, unter der Rubrik Sonstiges bei Bauen. Und da hätten wir bei den Tieren hinten bei den Bienen einen weiteren Bienenstock bzw. ein Bienenhaus. Was wir uns natürlich jetzt separat nochmal hier hinstellen könnten. Und ja, Kostenpunkt sind wir da bei 500 Euro pro Bienenhaus bzw. pro Bienenstock. Wenn wir dann noch mit zusätzlich noch einen, eine Palettenstation noch platzieren, können wir eben halt dann da etwas Honig generieren. Die guten Tiere versorgen uns dann mit am Tag mit 150 Liter Honig, was wir eben halt dann weiter verarbeiten können, beziehungsweise verarbeiten oder eben halt dann kaufen können. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, wie man sieht, mehr oder weniger kleine Bienenhäuser beziehungsweise Bienenstöcke, die wir uns eben halt dann, wie gesagt, auf unseren Ländereien platzieren können, damit wir auch ein bisschen Honig generieren können. Ja, mehr gibt es hier zu aktuellen jetzt nicht zu sagen. Entschuldigung für den Versprecher. Wir schauen uns mal die Lok an und also in der Lok keine Errors, keine Warnings, keine Lures, die ich jetzt aktuell jetzt sehe. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet, wie es auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod könnt ihr euch bei ModHub runterladen, gibt es aktuell für PC, Mac und alle gängigen Konsolentypen. Wenn euch diese kleine Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.